Hallo, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. In diesem Video zeige ich euch Schritt für Schritt, wie ihr dieses super süße Plüscheinhorn basteln könnt. Die tolle Idee habe ich von dem YouTube-Channel Two Cats and One Doll. Dieses Video ist Teil der großen Einhornreihe, die ich euch auf Amerikanisch Kochen, Kochkino und hier auf Krümelplanet zeige. Neben dem Plüscheinhorn könnt ihr ab heute auch noch sehen, wie ihr schimmernde Unicorn-Cookies, glitzernde Einhornschokolade, Einhorn-Badesalz und leckere Einhornkekse mit Regenbogenmähne zaubern könnt. Alle Videos und Kanäle sind unter diesem Video in der Infobox verlinkt oder ihr könnt jetzt auf die kleinen Bilder klicken. Ihr braucht ein paar Kuschelsocken, Nadel und Faden, Filzwolle, lange Stecknadeln, Füllwatte, das ist das gleiche Material, mit dem auch Kuscheltiere gefüllt werden, weißen Stoff, zum Beispiel Filz, ein Stück goldenen Faden oder goldenes Band, eine Schere, ein Stück weißen Stoff, der vom Material zu den Socken passt, zwei Glassteinchen und Nagellack. In der Infobox habe ich euch nochmal alles aufgeschrieben, was ihr hier so an Material benötigt und vor allem, wo ihr es finden könnt. Los geht's! Als erstes wird der eine Socken unterhalb der Ferse durchgeschnitten und mit der Füllwatte gefüllt und zugenäht. Das Ganze wird später der Kopf. Bei der anderen Socke wird genau dasselbe gemacht. Dieser Teil wird der Körper des kleinen Einhorns. Deshalb sollte dieser Teil etwas mehr in die Länge gezogen werden. Dann kann der Kopf auch schon mit Stecknadeln am Körper fixiert und angenäht werden. Im nächsten Schritt werden die übrigen Sockenteile umgestülpt und die Fersenstücke für die Ohren abgeschnitten und zusammengenäht. Anschließend werden diese kleinen Stoffecken wieder auf die richtige Seite umgestülpt und in Form gebracht. Wie eben auch, können die Stoffteile wieder mit Stecknadeln fixiert und angenäht werden.
Für die vier kleinen Beinchen wird ein Sockenrest in vier Teile geschnitten, die einzelnen Stücke zusammengenäht und mit der Füllwatte gefüllt. Anschließend werden sie am Einhorn fixiert und angenäht. Für die Schnauze nehmt ihr einfach ein Stückchen von dem weißen Stoff und näht es am Kopf an. Dann geht's mit der schönen Regenbogenmähne und dem Schweif weiter. Dazu zupft ihr euch die Filzwolle zurecht und befestigt sie mit den Stecknadeln. Sitzt alles so, wie ihr euch es vorstellt, vernäht ihr das Ganze. Für das kleine Horn nehmt ihr euch den Filzstoff und schneidet ihn zu einem Dreieck, klappt den Stoff über und vernäht die Seite. Dann wird das Ganze umgestülpt, zurechtgeschnitten und mit der Füllwatte gefüllt. Für eine extra Portion Goldschimmer könnt ihr das Horn dann noch mit goldenem Faden verzieren. Das Horn könnt ihr annähen oder wie ich mit Heißkleber fixieren. Für die funkelnden Augen wird die Rückseite der Glassteinchen erst mit Glitzernagellack bestrichen und wenn die erste Schicht getrocknet ist, eine zweite Lage dunklerer Nagellack darauf gegeben. Wenn der Nagellack gut getrocknet ist, können die Steinchen als Augen fixiert werden. Besonders schön funkeln die Augen, wenn ihr mit einem weißen Lackstift kleine Sternchen aufmalt. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und wünsche euch ganz viel Spaß bei den anderen Videos und natürlich beim Ausprobieren. Hier seht ihr nochmal eine kleine Übersicht.